Let's get it. Das ist ein krummes Ding. Also der erste Banküberfall. Der ist sofort sympathischer. Den, ja, hätte ich mir eine Woche vorher auch genauso wenig vorstellen können, wie es wahrscheinlich der Kölner Polizeipräsident. Wir hatten einen persischen Studenten aufgenommen, unserer großen WG, der vorübergehend nur dort bleiben sollte. Blieb aber dann 10 Monate, zahlte keine Miete. Gute Games. Und auch nicht Telefonrechnungen in den Iran, die mehr ausmachte als die Miete. Und nach 10 Monaten war er verschwunden und wir standen mit einem Minus von 6.000, sehr bald mit 7.000 da. Und ich war derjenige, der verantwortlich war fürs WG-Konto. Und als wir dann nur noch eine Woche hatten, ansonsten wären alle Daueraufträge gekappt worden für Miete. Wie können wirkliche Streamer überhaupt überleben? Ich fand das mal so langweilig. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein Video laufen lasse für 30 Sekunden und in der Zeit nichts gesagt habe, dann ist es kacke irgendwie. Aber wenn ich die Story unterbreche von dem Typen, wäre es auch kacke. Wie kann man überhaupt Reaction-Streamer sein? Ich könnte das gar nicht. Ich kann das legit nicht. Ich fühle mich einfach irgendwie immer seltsam, ich weiß nicht. Der Strom, Gas, Telefon. Ich wohnte mit 5 Frauen zusammen. Da habe ich dann nach langem Versuch. Wer das einfach so chillig sagt, ne? Er war für das WG-Konto verantwortlich, er wohnte mit 5 Frauen zusammen. Ah, Leben ist hart, ne? Wer kennt's nicht? Auf legalen Wege, anderes bei ihm hart. An Geld zu kommen, habe ich dann entschieden, eine Bank zu überfallen, was mir vorher auch völlig grotesk vorkam. Ja, nach langem Versuch, auf legalem Wege erstmal an Geld zu kommen, habe ich dann entschieden, eine Bank zu überfallen. Einfach so richtig monoton, trocken, so, ja. Versucht Geld zu kriegen und dann irgendwie, ja, scheiß mal, okay, habe ich mich entschieden, eine Bank zu überfallen. Ist zwar ein bisschen grotesk, aber whatever, mate. Was mir vorher auch völlig grotesk vorkam. Dann fiel mir ein, dass ich in Frankfurt eine Freundin hatte, die gegenüber von einer Bank wohnte, von einer kleinen Bankfiliale in einer Fußgängerzone wohnte. Und dann habe ich das dort gemacht und der erste Überfall war völlig spontan. Ich konnte mir nicht mehr das Objekt ansehen, weil ich konnte am Wochenende erst hinfahren und am Montagmittag musste das Geld schon bei der Bank abgegeben sein. Also bin ich dann Montag früh in die Bank rein, habe dann auf meine Instinkte und Auffassungsgabe vertraut und ja, und habe die Bank überfallen. Mir fällt kein Name ein. Ich möchte wissen, wie liefen deine Überfälle ab? Ja, erzähl mal, das nehme ich jetzt. Sehr schnell. Schnell, konzentriert und auch sehr ruhig. Ruhig und fokussiert und aber auch sehr höflich mit den wenigen gesprochen, die das überhaupt mitbekommen haben. Das war immer nur in dem vorderen Bereich. Hattest du Regeln? Ja, klar, ich hatte ganz klare Regeln, auf jeden Fall. Zum einen war mir sehr wichtig, eine positive Figur zu entwickeln, die freundlich und höflich auftritt, bestimmt, ruhig, konzentriert, schnell. Und mit der Sorry-Figur habe ich eben eine positive Figur geschaffen. Und Regeln waren nicht länger als 40 Sekunden. Und ich war nie länger als 40 Sekunden an der Bank, was man auch an den Videokameras erkennen konnte, wo manchmal nicht mal der Zeiger umgeschlagen war. Abermas möchte wissen, hat es Spaß gemacht? Das erste Mal. Kann man erzählen, wie er genau was gemacht hat? Er hat jetzt nicht gesagt, wie es abgelaufen ist. Er ist quasi reingegangen, vielleicht länger als 40 Sekunden nur im vorderen Bereich der Bank und einfach irgendwie sich Bargeld abpacken lassen oder was. Für so, wie viel hat er denn bitte bekommen, wenn er 40 Sekunden drin war? 2000 Euro oder sowas? Oder wie viel Geld haben die denn da so rumgelegt? Also früher wahrscheinlich noch mehr als heutzutage. Die Banken haben jetzt ja durchaus viel, du kommst ja viel, viel schwerer an Bargeld ran. Aber gut, er wird es wahrscheinlich gemacht haben, als er jung war. Ja, wenn er erzählt hat, in der Zeit, wo er mit 5 Frauen in der WG gechillt hat, dann wird er noch nicht so alt gewesen sein, nehme ich an. Und dann wird er wahrscheinlich, keine Ahnung, Mitte 20, Anfang 30 mäßig unterwegs maximal gewesen sein, sowas im Dreh. Aber gestern gab es noch mehr an Bargeld, dass er da schnell rangekommen ist. Maybe. Ich kann mir nicht vorstellen können, wie ein anderer normaler Bürger. Aber als ich dann in der Situation war, in dem Moment, wo ich dann in die Bank eintrat, wo dann dieser Moment des Tabubruchs stattfand und der Entgrenzung, merkte ich, wie eine Verwandlung in mir vorging, weil ich wusste, jetzt bin ich hinausgeschleudert in ein ganz einsames Reich der Freiheit für mich. Es war eine Form von Entgrenzung, von Selbstbefreiung, es war ein ungeheurer Adrenalinstoß und das war absolut faszinierend und es war selbstbefreiend, ja. Zumal man weiß, dass in dem Moment auch der Polizeiapparat in Bewegung gesetzt wird, weil natürlich sofort der Knopf gedrückt wird, was man selber natürlich nicht mitbekommt. Juro fragt, immer nüchtern. Gute Games. Ja. Also komplett betrunken reingeschlendert. Und habe dabei jedes Mal Wochen vorher alles abgesetzt, kein Alkohol, keine Zigaretten, Drogen sowieso nicht. Und habe ein Sportprogramm gemacht und habe mich völlig fokussiert auf den Tag. Aber also das klingt ja wohl, also er sagt ja, er spielt die Rolle des höflichen, überfallenden Bankräubers. Aber er ist relativ eloquent. Kann sich auf jeden Fall gut ausdrücken. Verbal sollte das auf jeden Fall hinbekommen haben.
Ganz lustiger Zeitgenosse, der Typ, glaube ich. War mich ganz lustig unterwegs gewesen. Aber er ist, glaube ich, also er ist viel angenehmer zuzuhören als dem anderen Menschen davor. Lola Pent fragt, wie viel Vorbereitung steckt hinter so einem Banküberfall? Wie gesagt, das erste Mal war ja völlig spontan. Da habe ich dann auch überlegt, ich habe natürlich überlegt, welche Fehler kann man machen? An welchen Fehlern sind andere Bankräuber gescheitert? Und deswegen habe ich eben gesagt, so wenig wie möglich Mittel, also keine Autos, nicht irgendwo fern in eine kleine Filiale in einem Ort, wo niemand unterwegs ist, sondern genau das Gegenteil. In einer Großstadt, genau im Zentrum, in der Fußgängerzone und eben einfach nur zu Fuß mit überhaupt keinen Mitteln, wo man einfach nur den Überfall umsetzt und dann wie ein Fisch im Wasser verschwindet in der Masse. Mara Klar fragt, was macht einen guten... Kann man sagen, wie er es gemacht hat? Ich würde mich ja nicht als klassischen Bankraub bezeichnen, oder höchstens in der klassischen Tradition von Jesse James oder John Dillinger, die auch Gentleman-Bankräuber war, so wurde ich ja dann auch bezeichnet, als der höflichste Bankräuber Deutschlands, als moderne Jesse James und was es da alles noch für Titulierungen gab. Deswegen... kann ich nur von mir selber sprechen. Ich wollte eine klassische Figur umsetzen, die positiv besetzt war und ein positives Outlaw-Image formulieren. Und das habe ich gemacht. Sophie ist außer Kontrolle, möchte wissen, warum Zorro? Welche Bedeutung hat die Maske für dich? Mir ging es auch darum, die Banken anzugreifen. Für mich war das einfach ein positives Outlaw-Symbol. Der Einzelne, der gegen ein korruptes, kafkaeskes, anonymes System antritt und auch gegen einen Polizeiapparat, der versucht, ihn zur Strecke zu bringen. Dreckiger Dan, aka Lennart, fragt, ist der Diebstahl von Wohlhabenden für dich moralisch vertretbar? Damals war es das. Damals war es auf jeden Fall so. Mein Credo war damals, wenn das Gesetz das Unrecht, die Ausplünderung durch die Banken schützt, muss man selbst zum Gesetzlosen werden, um die Dinge wenigstens im privaten Rahmen ein bisschen zurechtzurücken. So habe ich das damals gesehen, heute sehe ich es anders. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass ich immer nach jedem Banküberfall einen Teil der Beute an soziale Organisationen gespendet habe und das immer bei einer anderen Filiale einer gerade überfallenen Bank eingezahlt habe. Okay, also diesen Robin Hood-Aspekt fühle ich jetzt ja gar nicht. Ich meine, er hat auch gesagt, er ist damals vielleicht als rebellischer Jugendlicher oder was auch immer anders gesehen als heutzutage. Aber es ist ja nicht so, als ob du Wohlhabende beklaut, wenn er in eine ganz normale Bank reingeht. Der beklaut ja durchaus nicht nur Wohlhabende, sondern einfach eine breite Masse an Menschen. Und auch vollkommen unabhängig, wem das Geld gehört, allein die Leute, die er abgefuckt hat, wenn er in die Bank reinkommt. Ich hätte keinen Bock, ein Angestellter in der Bank zu sein und einer solchen Stresssituation ausgesetzt zu sein, dass man gerade überfallen wird, egal wie höflich der Typ ist. Und dann, dass er dann noch sagt, irgendwie, ja, ich habe irgendwas davon gespendet, also... Ich meine, das so relativieren zu wollen, finde ich, ist nicht so cool. Deswegen wollte ich das nochmal kurz entrelativieren, weil es trotzdem kacke ist. Wie kam es zu so vielen Überfällen? Wird der Nervenkitzel irgendwann zu einer Art Sucht? Ja, das ist schon so. Das hat schon was damit zu tun. Ich habe dann auch immer die Messlatte höher gelegt. Also Banken sind versichert gegen Überfälle. Im Prinzip beklaut man damit einzig allein die Versicherung. Ja, aber Leute, das Geld kommt doch nicht von nichts. Am Ende kommt da wieder... Ich würde nicht jetzt erzählen, dass weil die Versicherten das fein sind. Ja, was der junge Mann hier schreibt, ich würde es nicht komplett übertreiben wollen, aber wie er es geschrieben hat, am Ende zahlt der Steuerzahler. Mit irgendeinem rettet die Bankenfonds. Ja, I mean, boys, please. Lass einfach weiterlaufen. Um den Kitzel erhalten zu können, deswegen muss die Herausforderung dann auch gesteigert werden. Zum Beispiel habe ich die erste Bank, die ich dann in Köln überfallen habe, habe ich direkt gegenüber vom Oberlandesgericht überfallen und habe mich vorher, es nieselte leicht, habe ich mich auf die Freitreppe gestellt zu Richtern, Anwälten, zu Polizisten, die mit Gefangenen an Handschellen aus dem Gerichtsgebäude kamen. Also ich musste den Kitzel schon erhöhen, auf jeden Fall. Ja. Es ging um Intensität, um Lebensintensität, um diesen selbstbefreienden Akt. Aber dafür musste ich die Messlatte dann auch höher legen, ja, und das Risiko erhöhen. Das habe ich getan. Ringtone for Free möchte wissen, wie viel Kohle kam insgesamt bei den Überfällen rum und was hast du... Das kann nicht viel sein, oder? Also je nachdem, wie viel er überfallen hat. Ich glaube, pro Überfall hat er doch maximal 3.000, 5.000 Euro oder so. Da bin ich komplett lost. Ich weiß nicht, wie viel Bargeld damals in Banken so zu haben war, innerhalb von 40 Sekunden. Das waren jetzt 11 Jahre, also 13 Banküberfälle in 11 Jahren, von 1985 bis 1995. Und es waren rund 500.000 D-Mark. Mhm. Das ist so lange her. Wie gesagt, ich habe einen Teil an Sozialorganisationen.
Ja, muss ich immer wiederholen. 1985 bis 1995. Noch 10 Jahre. 13 Banküberfälle in 11 Jahren von 1985 bis 1995. Und es waren rund 500.000 D-Mark. Okay, mehr als ich dachte. Und wie gesagt, ich habe einen Teil an Sozialorganisationen gespendet, habe Freunde unterstützt und habe meinen Lebensstil in diesen 11 Jahren auch eigentlich nicht großartig verändert. Okay, ich bin mehr gereist, aber ansonsten hat sich da nichts verändert. Ich habe mir nie ein Auto gekauft in meinem Leben oder eine Eigentumswohnung, irgendwas in der Art. Nordic Tisk fragt, wie viel ist von der Kohle heute noch übrig? Null. Mirko B. fragt, hast du zwischen den Überfällen in ständiger Verfolgungsangst gelebt? Überhaupt nicht. Für mich waren die Überfälle in dem Moment abgeschlossen, wo ich habe mir, wie gesagt, Banken immer ausgesucht im Zentrum, in Fußgängerzonen, sehr häufig nahe von U-Bahn-Eingängen. Damals war es so, dass die Treppen Eingangszonen nicht von Kameras überwacht worden sind und in denen habe ich mich immer umgezogen. Ich habe meine Haare aufgemacht, ich hatte damals auch lange blonde Haare, hatte darunter helle Kleidung und in der Umhängetasche war eben alles drin, war zusammengerollte schwarze Parker, schwarzen Lederhandschuhe, die leere Schreckschusspistole, die Beute und die Zorro-Maske und warf die mir über die Schulter und bin dann als Student in der U-Bahn-Station verschwunden oder ich bin sogar manchmal an den Banken vorbeigegangen, habe mit den Passanten geplaudert, war ganz überrascht, dass dort eine Bank überfallen worden ist und bin dann als Student weiter nach Hause geschlendert. Eiges Dreistigkeit siegt, ha? Wenn das so möglich gemacht hat. Wilde Story. Ah, ich weiß nicht. Der Akt selbst, ne? Allein wegen der Menschen, die er abgefuckt hat, ist halt immer... Ist so ein kleiner Chat-Move. So bekam ich das eben alles erst mit, als ich im Gefängnis war. Richtiger Imposter, ja, true. Beschattet hatte. Man hatte eine Sondereinheit. Du traust dir was nicht, ja. Ich traue mich nicht, die Bank zu überfallen. Das ist absolut korrekt. Da habe ich tausend Hemmungen von. Würde ich dich machen. Auf mich angesetzt in Portugal, der ich immer wieder entwichen bin. Ich habe dort in einer Künstlerpension gelebt, in Lissabon, in der Altstadt, im Künstlerviertel. War mein Pensionszimmer illegal durchsucht worden und jede Kleinigkeit... halbvolle Zigarettenpäckchen und auch eben auch das Adressbuch bis auf jeden einzelnen Namen abfotografiert worden, was ich überhaupt nicht mitbekommen hatte. Ich hatte ein Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht stimmte, aber ich war mir nicht sicher und instinktiv bin ich dieser Beschattung eben immer wieder entkommen und habe weiterhin Banken überfallen. Audi Black fragt, welchen Fehler hast du begangen, dass du erwischt wurdest? Ja, der Fehler in der Umhängetasche war eben alles drin, war zusammengerollt, Pistole, die... Das ist nämlich der wichtigste Punkt hier bei 8620, ne, mit der Schreckschusspistole. Und die Zorro-Maske und warf die mir über die Schulter und bin dann als Student entwichen. Ja, aber auch der letzte Punkt dazu. In der Künstlerpension. Nein. Was nicht stimmte, aber ich war mir nicht sicher und instinktiv bin ich dieser Beschattung eben immer wieder entkommen und habe weiterhin Banken. Eine dieser gefallen und dann wäre ich ja nicht aufgeflogen worden. Aber ich habe eben diesen einen Fehler gemacht, der eben auf meiner Liste auch gewesen war. Einen anderen habe ich nicht gemacht, aber der eine hat gereicht. Meine sogenannte Lebensfreundin, die hatte sich im Bett bei einem Geliebten verplappert und er kam dann selber in Schwierigkeiten und für 20.000 D-Mark Kopfgeld, das er von einer der überfallenen Banken bekommen hat und 5 Jahre Straferlass hat er mich dann denunziert. Deswegen bin ich dann letztlich auch später verhaftet worden in Lissabon als freier Mann. Die Verhaftung ab. Ja, so grotesk. Er wurde in Lissabon als freier Mann verhaftet. Wie es im Film auch oftmals ist, es war der letzte Überfall, sollte der letzte Überfall sein. Ich habe meine große Liebe in Lissabon gefunden und hatte eigentlich schon alles abgeschlossen. Ich kam von der Algarve hoch, ich war in der Algarve gewesen, weil ich wollte ein Open-Air-Kino in Lissabon aufmachen, hatte mich da mit einem deutschen Geschäftsfreund getroffen. Und ich bin dann in die Pension rein und plötzlich traten drei dunkel gekleidete Herren aus dem Schatten des Treppenhauses und sagten auf Englisch, sie sind verhaftet. Es war portugiesische Kriminalpolizei, die im Auftrag von Interpol die Verhaftung vorgenommen hat. Franco Mofon möchte wissen, was war das Schlimmste im Gefängnis? Das Schlimmste im Gefängnis? Er hat aber nicht gesagt, wie er es gemacht hat. Er hat mir erzählt, er würde noch später das noch sagen. Gefängnis ist die sind schon bei dem danach permanente Unsicherheit, in der man sich befindet. Es ist ein...
ein Zustand, in dem man sich nie ausruhen kann, sich nie zurückfallen lassen kann, sondern man steht immer unter Anspannung. Man bewegt sich auf einer ganz dünnen Planke. Man muss immer den richtigen Schritt tun, um nicht abzustürzen. Man muss immer genau reagieren, richtig reagieren, weil im Gefängnis herrscht dann eine absolute Alpha-Gewalt getränkte Alpha-Struktur, die auf Gewalt basiert, auf Dominanz, Verbaldominanz. Und dort musste ich für mich einen Weg finden als Einzelgänger, der ich war, und auch als eher intellektueller Mensch in einem Umfeld, das eher weniger sensibel war. Das war für mich das Schwierigste, dort einen Weg zu finden, mich zu behaupten und mir Raum zu schaffen. Aber dieses Unsicherheitsgefühl, diese permanente Unruhe und diese Angespanntheit und das absolute Konzentriertsein auf jeden Schritt, den man macht und wie man sich verhält und was man tut, das ist sicher das Schwerwiegendste an einer Gefangenschaft. Jo Nass möchte wissen, wie gehst du mit den Schuldgefühlen um, Menschen so große Angst eingejagt zu haben? Ja, das ist ja dieser Angelpunkt bei der ganzen Geschichte, bei diesem ganzen Outlaw-Selbstverständnis, was mir erst im Gefängnis dann auch wirklich bewusst geworden ist, dass da auch wirklich Menschen bedroht worden sind. Auch ein schnell und höflich und gewaltlos durchgeführter Banküberfall ist natürlich ein Akt der Gewalt, weil die Bedrohten, wenn auch nur für kurze Zeit, in Geiselhaft genommen werden. Deswegen war das dann sehr wichtig für mich, als die Prozesse stattfanden. Es gab ja mehrere Prozesse. Also ganz hin oder her, sein Druck im Gefängnis, ob er es an irgendwelche Charity-Organisationen gespendet hat, er hat halt einen Typen mit einer Waffe bedroht. So. Wenn ich der Typ da wäre, ich bin, keine Ahnung, ich stehe da und da kommt ein Typ rein, Schreckschusspistole, Wasserraum und der bedroht mich, ich wäre nicht so geil, ich würde mir die fucking Hosen scheißen. Kann man so viel relativieren, wie man möchte. Es hat schon eine riesige Drucksituation für die Person, die da um ihr Leben gebankt haben muss. Im ersten Prozess bin ich freigesprochen worden, in Hessen, im zweiten in Köln bin ich verurteilt worden. Und bei diesen Prozessen tritt ja die ganze Reihe der Zeugen auf, die bei jedem Banküberfall dabei waren, also die ganzen Bankangestellten und auch die Kunden. Und der Richter, der fragt dann ganz explizit nach, gab es traumatische Auswirkungen, welche Wirkungen hat es gehabt? Ne? Gab es auch nur einen Albtraum? Und ich habe dann in der Zeit natürlich sehr aufmerksam zugehört und war sehr erleichtert, dass niemand eine traumatische Nachwirkung hatte. Keiner einen Albtraum auch nur einen Albtraum hatte. Aber manche natürlich einen momentanen Schrecken erlebt haben. Und das war Schuld, das war meine Schuld, das ist meine Schuld. Und das habe ich auch so gesehen. Eigenartigerweise war es so, absurderweise war es so, dass die meisten Zeugen, also vor allen Dingen die Kunden, mich auch noch verteidigt haben und gesagt haben, ich habe mich ja immer sicher gefühlt und er war ja so freundlich und ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas passieren könnte. Steht auch im Urteil drin, dass ich eine alte Dame bei einem Überfall zu einem Platz geführt habe, sie beruhigt habe. Ich habe öfters Menschen beruhigt. Einmal. Also er relativiert ja wirklich alles, was gerade gesagt ist, und das ja beim Gericht, kein Albtraum und so weiter. Wisst ihr, ich würde sogar feiern, wenn er am Anfang davon gesprochen, dass er es jetzt anders sieht als vorher, als er jugendlich war und vielleicht im rebellischen Leichtsinn temperamentvoll gehandelt hat. Ich würde sogar feiern, wenn man eine dumme Scheiße begangen hat, egal was es, also nicht egal was es, aber in vielerlei Hinsicht, wenn man dumme Scheiße begeht und Reue zeigt, sich entschuldigt und das Ganze sich als Mensch weiterentwickelt hat, dann ist es ja irgendwo okay, wenn man sich als Mensch rehabilitieren kann. Aber er hat nicht einmal gesagt, dass ihm leid getan hätte oder einen Moment der Reue gezeigt. Alles, was er getan hat, war darüber zu reden, dass es fein war. Er hat ja niemanden gestört. Die meinten, alles okay, er hat sie sogar beruhigt, er hat Geld gespendet. Er war selbst ein Opfer im Gefängnis, weil er sich nicht ausruhen konnte. Das ist schon wild. Hoben die Leute die Hände hoch und ich war ganz beschämt unter meiner Zorro-Maske und habe gesagt, nehmen Sie die Hände runter, ist nicht nötig. Heidrun B. fragt, was machst du heute? Ja, ich mache verschiedene Sachen. Also zum einen arbeite ich unter meiner Zorro-Maske und habe gesagt, nehmen Sie die Hände runter. Die Leute die Hände hoch und ich war ganz beschämt, dass eine alte Dame bei einem Überfall zu einem Platz geführt habe, sie beruhigt habe. Ich habe öfters Menschen beruhigt. Einmal hoben die Leute die Hände hoch und ich war ganz beschämt unter meiner Zorro-Maske und habe gesagt, nehmen Sie die Hände runter, ist nicht nötig. Heidrun B. fragt, was machst du heute? Ja, ich mache verschiedene Sachen. Also zum einen arbeite ich im Dachverband der kritischen Aktionäre, der sich für
Kleinaktionäre und für Opfer von Konzerninvestitionen einsetzt. Und da bin ich insbesondere für den Bankenbereich zuständig. Und wir übernehmen die Stimmrechte von Kleinaktionären, führen Kampagnen durch gegen Menschen und Menschen an öffentlich momentan auch an einem neuen Buch mit rein. Macht auch keinen Sinn, also es macht keinen Sinn, dieses etwas zu bereuen. Macht keinen Sinn, die Dinge sind passiert und ich stand damals auch mit Verbesserungsmöglichkeiten. Master Your Mind möchte wissen, bereust du die Überfälle? Nein. Macht auch keinen Sinn, also es macht keinen Sinn, dieses etwas zu bereuen. Macht keinen Sinn, die Dinge sind passiert. Und ich stand damals dazu, heute sehe ich es anders und würde jedem abraten, irgendetwas Illegales zu tun, weil man letztlich immer scheitert, immer auch einen Fehler macht und weil es am Ende immer im Scheitern endet und es anders gibt, dieses Leben aufregend zu gestalten. Marcellus Jolt fragt: Ich bin auch kein Freund des Reuegefühls. Oftmals ist es so, hey, mit den Informationen, die ich damals hatte, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, aber im Fall eines fucking Bankräubers. Reue ist immer so eine Sache, aber ich finde, ich weiß gar nicht, ob er wirklich es bereuen sollte, aber er muss vielleicht nicht den Akt des Überfalls wirklich bereuen, aber den Akt der Gewalt an den Menschen zumindest. Und ein Wort der Entschuldigung an der Stelle ist, denke ich, durchaus angebracht, auch wenn er natürlich alles gesagt hat, dass sie, ach, hat sie gar nicht gejuckt, hat keiner hat einen Albtraum, alle haben gechillt, die Dame hat sich sogar hingesetzt, weil ich ihre Hand gehalten habe. Not sure. Er sagte doch, er redet davon ab, wenn man scheitert und nicht, weil es falsch war, finde ich auch sehr schwierig, richtig. Der große nächste Punkt. Weil man im Endeffekt scheitert und weil es auch andere Möglichkeiten gibt, Adrenalin zu verspüren, was er gerade gesagt hat, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, das Leben aufregend zu gestalten, dass man seine Worte richtig? Immer im aufregend zu gestalten. Ja, weil es andere Möglichkeiten gibt, das Leben aufregend zu gestalten und deswegen sollte man es nicht machen. I mean... Egal wie höflich er ist, egal wie nett er das alles gemacht hat, also sympathisch ist er auf jeden Fall nicht. Und generell reformt, rehabilitiert keineswegs. Weiß ich. Ich nicht. I don't like it. Audi Black möchte wissen, was würdest du deinem damaligen Ich vor den Überfällen raten? Ja, dem war ja nichts zu raten, weil das war ja nun mal so, wie es war. Und von daher macht das wenig Sinn. Ich würde natürlich sagen, man müsste andere Wege finden, an das Geld zu geraten, um zu kommen, andere Wege finden, um eine Lösung für das Problem zu finden. Man muss aber auch die Zeit sehen. Es waren eben die 80er, sozialisierten in den 70er Jahren. Es waren ja die 80er, Leute, da kann man eine Bank überrauben. Es waren ja die 80er Jahre, jetzt chillig. Warum nicht? Erleben. Man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht und man hat dann ein sehr offenes und freies Leben geführt. Meine Mädchen haben auch nicht mal, also die Studentinnen in der WG. Meine Mädchen, bruh. Die haben nicht mal gefragt, woher ich das Geld hatte. Die haben sich einfach nur gefreut, dass ich das Geld auf den Tisch pfefferte und sagte, eine von euch kann es jetzt zur Bank bringen nach dem ersten Banküberfall. Es war eine andere Zeit, aber das macht ja wenig Sinn, dass ich war damals so, wie es war und das war bestimmt auch nicht zu beeinflussen. Auf dem Weg, auf dem es damals war. Heute sehe ich es, wie gesagt, völlig anders. Er sieht es überhaupt nicht anders, heutzutage. Er hat doch nicht gesagt, wie er die überfallen hat. Er hat mir alle gesagt, ich soll einfach warten. Und er sagt es am Ende. So, er hat einfach meine Mädchen, seine fünf junge Damen in der WG, haben sich halt gefreut über das. Alter, wie klang das denn am Ende nochmal? Also er hat sich überhaupt nicht geändert gefühlt. Jedenfalls, heute sieht er, also er hat sich wahrscheinlich schon geändert, aber er sieht es auf jeden Fall nicht anders als damals. Er hat auch klar gesagt, dass er es nicht bereut. Er hat Menschen in eine Situation gebracht, wo ein junger Herr oder eine Person mittleren Alters, Dame, Herr, was auch immer, einen Herzinfarkt hätte haben können, wenn er mit seiner Schreckschusspistole, auch egal ob die Schreckschuss ist, kriegst du eine Pistole ins Gesicht gedrückt. I don't know. Es wurde so viel in diesem Beitrag einfach von ihm so relativiert, als ob das komplett fein gewesen wäre. Und auch im Twitch habe ich einiges gelesen, was mich was mich gewundert hat. Was wie zu schreiben, wie, ach, waren Verbrechen ohne Opfer. Hat ja nur Banken beklaut, die waren versichert. Also was zu schreiben und alle scheinen, also ich weiß nicht, ich fand, der Typ ist ein
Mindestens Soziopath. Ach nee, egal. Wild. Auf jeden Fall hat er auch klar gesagt, er hat es nicht bereut. War ihm klar egal. Und er hat das Ganze. Er hat den Leuten davon abgeraten, weil es nicht funktioniert hat, weil man am Ende scheitern wird. Nicht, weil es moralisch verwerflich wäre oder falsch. Oder weil er am Ende. Der Preis zu groß war, die Emotionen ihn erdrückt haben, die Ethik ihn eingeholt hat, dass er doch Verbrechen begangen hat. Er war chillig damit und er hat es nur nicht, er wird es nur niemandem raten, weil es halt nicht funktioniert. Weil das System dich am Ende einholen wird. Also war schon. Gute Games. War schon wild. Und dann am Ende die Begründung zu haben, ja, es waren halt die 80er Jahre und da war halt alles ein bisschen anders. Wow. Aber danke für die Empfehlung dieses Videos. Ich habe mal wieder gemerkt, dass ich echt kein guter Reaction-Streamer bin. Da gefällt es mir doch selbst, lieber eigenen Content zu verbraten und den unterzubringen an euch, beziehungsweise das zu machen, statt den Content von anderen Leuten mehr anzusehen. Aber was durchaus interessant war, auch zu lesen, einfach was der Twitch-Chat darüber denkt. Weil viele Leute auch wirklich das Ganze scheinbar ganz anders gesehen haben, beziehungsweise einfach fein fanden, dass er den Leuten in der Bank reingelaufen ist und einfach Leuten in Lebensangst versetzt hat. Und Reue war null vorhanden.